Cevapcici, kennt jeder, aber wie man die richtig macht, die Originalen, das zeige ich. Cevapcici, kennt jeder, der schon selbst gegrillt hat oder wo eingeladen war zum Grillen, aber auch vor allem jeder kennt es, der in Kroatien auf Urlaub war oder in einem anderen Balkanland, dort sind sie auch her. Ursprünglich muss man sagen, haben sie die Osmanen eigentlich während der Türkenkriege, Besetzung des Balkan, haben die dieses Gericht eigentlich dort hinterlassen und waren sehr, sehr gut, weil sie schmecken auch sehr, sehr gut. Ja, zu den Cevapcici muss man sagen, es ist oft ein Irrglaube, dass die Cevapcici einfach ein faschiertes, sprich ein Hackfleisch, einfach ähnlich an faschierten Laberl, das in einer Würstelform verarbeitet wird. Und das war auch Cevapcici ganz, ganz und gar nicht. Nein, Cevapcici wird durch seine Machart, macht es erst aus. Die Cevapcici muss richtig gummiartig sein und trotzdem saftig. Und das entsteht durch die gewisse Verarbeitung, durch das lange Kneten. Dann muss man dazu sagen, ich glaube, es gibt so viele Cevapcici-Rezepte, wie es auch Gemeinden am ganzen Balkan gibt, weil jedes Gebiet oder sogar jede Gemeinde hat so ein eigenes Rezept und das ist richtig so. Man merkt es ja schon, es unterscheidet sich schon von der Fleischart in den muslimisch dominierten Gebieten in Bosnien zum Beispiel. Kommt natürlich kein Schweinefleisch rein, sondern es ist nur Rindfleisch und Schaffleisch. Genauso umgekehrt ist es in Kroatien, Serbien zum Beispiel selbstverständlich, dass man Schweinefleisch mit Rindfleisch mischt oder nur Schweinefleisch nimmt. Da merkt ihr schon, da speien sie wirklich schon die Geister. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Grundart von Cevapcici gibt. Ich mache sie mit Schweinefleisch. Wie gesagt, kommen wir gleich zu den Zutaten. Ich habe da gemischt 60:40 ordentlich fettes Schweinefleisch. Und zwar, ich habe einen ganz normalen Schopfbraten genommen, der ordentlich fett ist. Und vom Rind habe ich ein Beinfleisch genommen. Das hat auch gewisse Fetten dabei. Wenn ihr nur trockenes Schweinefleisch und Rindfleisch nehmt, dann müsst ihr jetzt noch ein bisschen Fett von einem Rind oder von einem Schwein dazugeben. Aber diese zwei Fleischarten sind sehr dankbar für das Ganze, damit ein gewisser Fettgehalt da drinnen ist. Dann brauchen wir Salz, ein Pfeffer. Das wäre es eigentlich schon für den Geschmack. Das ist das Grundgerüst für die Cevapcici. Ein Knoblauch kommt rein, aber nicht einfach so rein. Der wird vorbereitet und was dann noch dazu kommt, ist Natron. Natron kommt deswegen rein, der pH-Wert wird da drinnen für das Eiweiß, das Fleischeiweiß erhöht und dadurch wird das Fleisch saftiger. Man kann es probieren ohne Natron, mit Natron, ich merke den Unterschied sehr stark und ich glaube, auf Natron wird auch am ganzen Balkan geschwört. Ihr seht, es ist sehr wenig Zutaten, aber es wird super schmecken. Gehen wir es an. Der Knoblauch ist geschält, den werden wir jetzt ganz einfach reiben. Den reibe ich jetzt einfach mit einer Reibe. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Knoblauchpresse machen. Zur Knoblauchpresse muss ich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie eine Knoblauchpresse erlebt, die ein langes Leben hat. Ist aber vielleicht auch deswegen, weil doch eine gewisse Gewalt beim Pressen auf so eine Presse ausgeübt wird. Ich mache das am liebsten mit so einer Reibe. Da hat das eine ganz gute. Funktioniert das ganz gut. Ihr seht, ich nehme jetzt einfach nachher diesen Knoblauch. Ich habe daneben ein kochendes Wasser, eine Handvoll Wasser, mehr habe ich da gar nicht, ganz, ganz wenig. Und da werde ich jetzt, das kann ich schon wegstellen, man sieht, das kocht ganz gut, ja. Und da gehe ich jetzt her und werde einfach diesen Knoblauch da reingeben. Das lassen wir jetzt einfach so ziehen. Ich lasse es nicht weiter kochen, die Platte kann ich abdrehen. Und da kann das jetzt wunderbar ziehen. Der Knoblauch wird weich und verändert doch einigermaßen den Geschmack. Nicht nur den Geschmack, sondern ich würde jetzt einmal sagen, die Blumigkeit geht ein bisschen weg. Und das ist so gewollt. Gut, das lassen wir jetzt einfach einmal. Wir machen hier weiter. Ihr werdet sehen, Cevapcici ist grundsätzlich sehr einfach zu machen. Ich nehme das gemischte Fleisch. Dann nehme ich einfach das ganze Salz und den ganzen Pfeffer und auch hier das Soda. Und das wird jetzt gut vermischt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist ja in 2 Minuten gut vermischt und dann kann man eigentlich schon weitermachen. Eben nicht.
um das geht es jetzt. Wir müssen dieses Fleisch, wenn man sich das jetzt anschaut, wie das ausschaut, gute 10 Minuten ordentlich durchmischen. Einfach durchmischen, ist vielleicht für die Hände ein bisschen anstrengend. Man könnte auch eine Teigknetmaschine nehmen, aber wie wisst ihr aus meinen Videos, ich mache sowas lieber immer mit der Hand. Und wenn wir das jetzt 10 Minuten durchgemischt haben, werdet ihr sehen, da verändert sich die Konsistenz ganz, ganz stark. Und das wollen wir auch haben. Also wir sehen uns in ein paar Minuten. Jetzt sind circa 8 Minuten vorbei. Man merkt schon, das Ganze hat eine ganz andere Konsistenz bekommen. Das Fleisch hat sich wirklich verbunden auch mit dem Fett. Und es kommt schon eher einem Wurstbrät eher nahe. Und genauso soll es sein. Dadurch entsteht dann wirklich diese eigene gummiartige Konsistenz von einem Cevapcici. So, jetzt natürlich, wir haben noch ein, zwei Minuten zum Kneten. Jetzt nehmen wir unser Knoblauchwasser. Jetzt gibt es auch wieder die Möglichkeit, man siebt es hinein und lässt den Knoblauch draußen. Oder man gibt den Knoblauch ganz rein. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es zu schade. Ich gebe diesen Knoblauch, so wie er ist, einfach rein. Übrigens, wenn euch das zu heiß ist, es ist jetzt kalt geworden in diesen paar Minuten, einfach in so einem kalten Wasser oder was stellen, dann wird es gleich kalt. Und das mischen wir jetzt noch gut rein, die letzten zwei Minuten, damit auch dieser Knoblauch sich da drin entfalten kann. Und das wäre es dann eigentlich schon gewesen mit dem Zubereiten. Das mache ich jetzt noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Insgesamt habe ich es jetzt 10 Minuten gut durchgemischt. Ihr seht, die Konsistenz ist ganz, ganz fast schon cremig, würde ich sagen. Und genauso muss das am Ende dann aussehen. Gut, wie gesagt, diese Cevapcici müssen jetzt ziehen. Und zwar dieses Soda da drinnen wird sich jetzt auf diese Eiweißmoleküle verbinden und es wird eine Art Fermentierungsprozess entstehen. Ich habe das schon gehört, wenn ich so mit Leuten aus Serbien oder Kroatien oder Bosnien rede, die haben das schon 48 Stunden im Kühlschrank, das wäre mir zu lang, jeder weiß, wenn man verschiertes Fleisch, sprich Hackfleisch, zu lange stehen lässt, dann wird es gefährlich. Also ich lasse dieses Fleisch so circa 8 bis 12 Stunden. Es ist jetzt früh, heute Abend werden wir die Cevapcici machen, in der Sommerküche bei mir draußen, das erste Mal. Das heißt, ich lasse jetzt circa 8 bis 10 Stunden, kann ja auch 12 Stunden oder 14 Stunden, einfach ziehen im Kühlschrank. Wir lassen das einfach so, ein bisschen noch mit der Teigkarte, alles zusammenkratzen, dass das alles zusammen ist. Und dann muss das passen. Ein feuchtes Tuch oder Kunststofffolie, was ihr wollt, könnt ihr darauf geben. Einfach drauf und dann lassen wir es im Kühlschrank ein paar Stunden, 8 bis 12 Stunden. Das müsst ihr entscheiden, wie es euch am besten ist und dann sehen wir uns wieder. Gute 9 Stunden habe ich es jetzt drin gehabt. Das Fleisch ist wunderbar hart geworden, genauso soll es sein. Jetzt werden wir unsere Cevapcicis formen. Das ist nämlich auch nicht schwer, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann hingehen, es gibt so eigens Cevapcici-Pressen. Kann man überall kaufen, vor allem im Versandhandel. Geht, genauso kann man es mit so einer Wurstmaschine machen. Geht genauso. Ich mag es am liebsten mit der Hand. Ich gehe da einfach hin, nehme da einfach circa 30 Gramm. Das ist so rein ein Gefühl. Das ist dann so ein bisschen walnussgroß das Stück. Mache eine Kugel und dann mache ich mit den Handflächen einfach so ein typisches Cevapcici, ein Würstel, wie eine kleine Wurst. Und das wäre es schon gewesen. Ich habe mir da vorbereitet, einfach so eine Schüssel und da geben wir es einfach rein. Ich habe Backpapier reingeben. Die nächste Schicht lege ich dann noch ein Backpapier auf und damit es dann auch nicht wirklich kleben. So machen wir das jetzt. Ich zeige es noch einmal. Das ist vom Gefühl ein bisschen zu viel. Und mache einfach eine Kugel, die dann so aussieht und dann mache ich ganz einfach so eine längliche Form. So ungefähr soll es ausschauen. Für mich schaut es so gut aus. Manche machen es länger, 10 cm. Meine sind so 5 bis 8 cm. Und die lege ich dann einfach rein. Das heißt, ich mache jetzt das
kurz Kilo wird das sein oder ein bisschen mehr. Die machen wir jetzt einmal und dann sehen wir uns wieder. Jetzt bin ich schon ziemlich am Ende. Viel Fleischmasse ist nicht mehr da. Ja, was zum Sagen ist, grundsätzlich, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, Cevapcici-Rezepte gibt es endlos viele. Wenn man da jetzt natürlich, kann man noch Paprika reingeben, man kann Kümmel reingeben, Zwiebel weich gedünstet oder roh, wie es wem schmeckt. Und es ist wirklich von Region zu Region am Balkan, ich sage jetzt bewusst Balkan, weil die ganzen Staaten am Balkan, im ehemaligen Jugoslawien, eben das doch als Nationalgericht unter anderem haben. Und jeder macht es anders. Das ist die Grundessenz, würde ich einmal sagen, von Cevapcici, aber ist auch meine liebste Variante. Warum? Da kommt wirklich der Geschmack vom Fleisch raus. Es wird nicht irgendwie verändert, wenn ihr da jetzt extrem starke Gewürze oder was reingibt. Nein, da ist ja nur Salz und Pfeffer und der Knoblauch, der muss halt einfach rein. Aber in seiner weichen Variante durch das heiße Wasser, wo er da vorher leicht angekocht wurde. Und ich glaube, einfach einmal probieren und probiert ja vielleicht Variationen, wenn ihr einmal so einen Teig, so einen Fleischteig macht, gebt halt eine Paprika rein oder eine Zwiebel. Ihr werdet selber merken, was euch am besten schmeckt. Es ist ja alles erlaubt, weil es selber gemacht ist. Gut, es geht dem Ende zu. Wir werden noch den einen machen da. Es ist ein bisschen kleinerer, es macht nichts, der wird dann zum Probieren sein. Und die werden wir jetzt noch einmal, gute 2 Stunden gebe ich jetzt noch rein in den Kühlschrank. Da können sie jetzt ein bisschen noch rasten. Und in der Zwischenzeit, ich werde jetzt natürlich wieder dieses Tuch darauf geben, in der Zwischenzeit gehen wir hin, richten uns draußen in der Sommerküche unseren Ofen her und dort sehen wir uns dann wieder. So, hier sind wir jetzt bei mir in der Sommerküche. Unsere Cevapcici schauen ganz super aus. Die haben jetzt gerastet. Da habe ich einen alten Sporofen, den habe ich mir einmal irgendwo übertragen gekauft. Kann man ganz toll mit Holz beheizen. Das Holz, der brennt wunderbar. Ich habe da schon ein Fett rein und wir können eigentlich schon anfangen. Wir legen einfach die Cevapcici einfach jetzt auf diese Gusspfanne drauf. Und werden sie jetzt einfach einmal ordentlich durchbraten. Seht, das geht relativ schnell. Kriegen gleich eine gute Farbe. Und das Schöne ist, sie sind ganz anders als diese klassischen Fleischlaberl. Sie haben eine ganz andere Konsistenz, sind viel dichter und so sollen sie auch sein. Kann man natürlich auch auf dem offenen Feuer am Grill machen, geht genauso, aber ich mache lieber so faschiertes oder auch Hackfleisch genannt, mache ich lieber so und das funktioniert ganz, ganz gut. Die schauen schon ganz gut aus. Man muss sie halt einfach immer wieder wenden. So, nach ein paar Minuten sind die fertig, haben eine super Farbe. Man kann auch schauen, als kleinen Test, wenn sie so springen, dann sind sie richtig, richtige Cevapcici, weil dann sind sie richtig gummiartig. Gut, die können wir jetzt schon rausnehmen. Die werden wir weg und dann natürlich werden wir eine kosten. Ganz herrlich. Und wie gesagt, man kann als Beilage, original gehört dazu das Lipenia-Brot. Das ist dieses bosnische Fladenbrot. Das ist, kann man irgendwo kaufen oder auch selber machen. Oder man kann einen Reis dazu oder Kartoffeln, Pommes, was man will. Das gebe ich jetzt einmal auf die Seite. So schauen es aus, unsere Cevapcici. Jetzt werden wir es natürlich einmal kosten. Jetzt muss ich einen aufschneiden. Schaut ganz toll aus. Sehr heiß. Aber man sieht ganz, ganz schöne Konsistenz. Und so sollen sie sein. Jetzt werden wir mal schauen, das ist sehr heiß alles, aber genau so müssen es sein. Da ist dieser Knoblauch, dieser Pfeffer und der Fleischgeschmack. Alles andere, meiner Meinung nach, ist zu viel bei Cevapcici. So müssen es schmecken, wirklich einfach wunderbar. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass es schmeckt wie mir. Alles Gute dafür, pfiat euch.